So, jetzt. Und jetzt können wir weiterspielen. Natürlich direkt auf Fortsetzen und wir machen weiter im Spiel. Lassen wir uns nicht aufhalten, spielen wir gleich weiter. So. Und damit nochmal offiziell willkommen zurück zu einem neuen Part, zu einer neuen Aufnahme, zu einem neuen Stream. Nelmes Fortune mit dem Zwergenfürst. Wir starten direkt ins Spiel und sind hier schon am Parkausgang. Da kommen schon Passanten an. Appetito steht dort am Schild. Das sind wahrscheinlich die Öffnungszeiten des Parks. Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr. Das ist ein bisschen, da muss ich jetzt mal schnell und schnell raus hier. Sonst werde ich hier noch. Dann schließt der Park hier noch, während ich drin bin. This looks like the art of Benjamin, don't you think? I think it's garbage, and it should be erased with fire. Really? I see great potential here. He's obviously very artistic. Just ignore it. Let's keep playing my game. The prize is closer than you think. Really? All right. Hey, Georgilden. Oha. Ich glaube, der Fuchs will uns vor etwas warnen. Ich habe da schon so einen Verdacht vor, was er uns warnen will. I can almost feel the eternal happiness. Good. The last challenge awaits at the pet cemetery. A pet cemetery? That sounds like the best place oh to nein, end nicht the der Friedhof der Kuscheltiere. Exactly, nein. I'm glad you feel the same way. Das ist ein wirklich grausamer Film. Bitte nicht. So, I was thinking while we're walking. Mind if I ask you a couple of questions? Sure, I'm pretty good at answering questions. Great. Just answer as honestly as you can. All right. First question. Have you ever stolen anything? Hab ich schon mal was gestohlen? Jetzt für das Mädchen. Also gut ist es. Sagen wir mal nein, wir machen jetzt hier den friedlichen Mann. Never. Never? Good for you. Wir sind jetzt ein ganz friedliches Mädchen. Are you happy right now? Ja, wir sind glücklich. Wir können im zweiten Run dann nochmal alles schlecht machen. That is happening right now. That makes me happy. Well then, the last question. Do you feel loved? Ja. Wir machen jetzt hier alles glücklich und zufrieden. Because she hasn't left me. Thank you for your honesty. You're welcome. Look, we arrived at the pet cemetery. Dann können wir dann alles nochmal mit Nein und Ja und alles nochmal umgekehrt. Und seit zweiten Mal, aber jetzt erstmal sind wir ganz nett und unschuldig und ganz lieb und ja, das ist jetzt die Mission. Wenn es wenn du jetzt vermisst. Oh, check this out. More kids are missing. If I go missing, how will I tell mommy? You won't go missing. We'll go back home right after we find the prize. Ah, okay, nice. Ich habe die eine hier, dieses, das eine, das Mädchen dort, das sieht verdächtig nach ihr aus. Ich würde mich, also, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das ist sie. Ein schlechtes Phantombild. Ready to find the prize of eternal happiness. Yes, jetzt where schon. Is it? I have hidden it in one of the graves. I have to dig in a grave? Which one? I'll give you a hint. It's where the goldfish is buried. Jetzt müssen wir ein Grabsteinigung betreiben, oh, oder was? Must I dig with my tiny hands? Yikes forever. No, use the shovel. What shovel? This shovel. Oh je. Ich sag doch, der ist ein Dämon. Ah, that shovel. Okay. Die Stimme ist safe ein Dämon. This one says, Denise died surrounded by her loved ones in a fire. Oha. Dieses Grabbuddeln, nö, erstmal nicht. Nah. Das klingt nicht nach einem Goldfisch. Goldfisch, der im Feuer stirbt? Naja. Little Lulu, the first bug to ever strangle a man. Ist ein Max.
Natürlich nicht. Im zweiten Mann werden wir ja alle Gräber aufbuddeln. Das werden wir natürlich machen. Da wird uns keiner von abhalten. Stephanie Quinn, writer of the erotic novel Confessions of a Cat. Erotic novel? Talk about crazy! Natürlich buddeln wir das nicht auf. Nah, this is obviously a cat. It says, Paul died doing what he loved. It's simple. Yikes forever. Oh man. Nee, Kacke fressen an den Bullen war auch nicht raus. I don't think so. Den Kacke fressen müssen wir nicht ausbuddeln. Let's see. Roger the Magpie. Never saw that window coming. Ne, Elster. I don't get it. Nah, I don't think so. I'll keep looking. Okay. Das Friedhof der Kuscheltiere hat er gesagt, also sind alles gar nicht. Mr. Bubbles. Mr. Bubbles. Das könnte ein Fisch sein, aber. Nah, too little information. Ich gucke erstmal um. Where are you going? The graves are waiting for you. Gut, dann würde ich das Nest ausgraben. I'm such a rude little lady. Let's keep digging. Das müsste sein, eigentlich. It says, Mr. Bubbles. Mr. Bubbles klingt für mich nach einem Fisch. Machen wir das. Congratulations, Miss Fortune. You found the prize. Really? Yes. You see the little box? Open it. Oh, exciting. Ich weiß ja nicht, ob ich das machen will. Eternal happiness. Is this the prize? But there's only a note. What? Yes, auf it Deutsch. Says, I stole your eternal happiness. Signed, Benjamin. Der Fuchs hat das Glück geklaut. He didn't. My eternal happiness. I knew the fox was trouble. He stole your prize. What a disappointment. I really wanted to surprise Mommy with this. What should I do now? We must find the fox and get your happiness back. I'm sure he hasn't gone far away. Let's go find him. Yes, let's do that. Jetzt müssen wir den Fuchs finden. Down. Fuchsfindung. Und der ist auch schon. Look, there he is, Benjamin. Der ist auch nicht Did weitergekommen. You steal my eternal happiness? Not cool. Oh oh. Come on, Benjamin. Give me back my happiness. Run after him. We can't let the fox get away again. He stole your prize. Benjamin really disappointed me. Na, den finden wir. Wenn ungeliebte Kinder in der Dunkelheit suchen, was sie verloren haben, warum sie Schmerzen haben. Nummer 3. When unloved children in darkness search for what they have lost, for why they're in pain. Danke fürs nochmal hier verlesen. Children in pain? Oh. Did you find something, Miss Fortune? Nah, you're imagining things. Die erste Puppe, die wir hier gefunden haben. Und weiter geht's. Wir können auch ein bisschen sprinten. We should keep our eyes open in case we see the fox. They know how to hide. All right. Also, da habe ich ein Auge, was offen ist. Ein Grab dort. Ach, da können wir hineingehen oder was? Oh, shake out this stone. It's different from regular stones, I'm telling you. I think you're right. The game of death is what feeds the shadows of the beyond. Huh? What das klingt gefährlich. That looks like nonsense to me, Miss Fortune. Huh, really? Maybe there's some more nonsense around. Das klingt sehr gefährlich. Oh, this piece is loose. I'll take it for me. Maybe oh it works somewhere else. Okay. Jetzt haben wir das Auge entfernt. Put it back.
Interessant. Die Schrift verschwindet. Dann nehmen wir mal den Stein mit. Ich denke, das kann nicht schaden. Oder doch? So ein Stein kann doch nicht schaden. Aha, wenn ich den nirgendwo einsetze. That hole looks very much like where the fox would hide the prize. You mean I should go down there? Yes, don't worry. Das klingt gefährlich. Nothing bad will happen. Nothing bad at all. Okay, you sound very sure. I'll trust you. Ich würde nicht runtergehen. I wonder why Benjamin will steal my prize. Maybe he's not happy himself. Können wir einfach drüber gehen? Können wir natürlich but nicht. I need that happiness myself and for mommy. Hello? Anybody down there? Als ob die da reinfällt. Oh wei. Oh, that was a pretty big fall. Hello? Mr. Voice, are you there? Er ist nicht mehr da. Er antwortet nicht. Sweet, I found a needle in a haystack. Na toll, jetzt hätte ich die wortwörtliche Nadel im Heuhaufen gefunden. Wortwörtlich. So. Fuchs Repellent. Ein Fuchsabwehrspray. Fuchs Repellent? I can't deny the bottle sweet style. I'll take it. Guten Abend. Oh, schon 90% durch, wie ich sehe, sagte Modi. Na, hoffentlich nicht. Hoffentlich ist Unrecht. Da müssen wir heute noch den zweiten One machen. Ich mache auf jeden Fall noch einen zweiten One. Wo ich die anderen Aussagen treffe, wo ich alles anders mache. Das ist jetzt der friedliche One, wo ich die Unschuldige und Nette bin. Und danach machen wir dann nochmal einen One, wo ich alles Böse mache, wo ich den Vögeln in die Eier trete und so weiter und dann auch alles alles Böse antworte. Alles genau andersrum. Den Schalter. Okay, weiter geht's. Da ist der Fuchs. What are you doing, Benjamin? Fuchsabwehrspray auf Benjamin benutzen. Nein, diesmal nicht. Das machen wir dann am zweiten Mann, aber jetzt sind wir friedlich, jetzt sind wir freundlich. Benjamin! Kennst du seinen Namen schon oder bist du noch vor Phantasmagoria? Was für ein Ding? What have I gotten myself into? She's such a mess. Maybe it was a mistake choosing her for this. I mean, I saw her eating glitter. Who does that? It's not natural. Wieder ein Kotz aufgewacht. Miss Fortune, you're alive and well. That's great. Yeah, where am I? What happened? The dangerous fox attacked you. Benjamin attacked me? So he really is a bad fox. See? Nein, der ist doch kein böser Fuchs. Das glaube ich aber wirklich nicht. Unabhängig vom Friendly One. We still need to find a fox and take back the eternal happiness. Maybe we could find out where he lives. Ich glaube, Herr Stimme ist der Böse. Give me a minute to figure this out and I'll get back to you. Okay, wir sehen doch die ganze Zeit. Wir sehen doch die ganze Zeit diese Unterwelt, diese Dämonenwelt, ist doch safe ein Dämon. Und ja, den Namen vom Fuchs kennt man, der wird ja auch in der ersten Szene schon verraten, aber den Namen vom Dämon kenne ich noch nicht. Und Modi schreibt, oh lol, doch erst bei 50% hatte die Höhle später in Erinnerung. Na dann, haben wir noch ein bisschen vor uns. Und die Open Fields Bladed. Das heißt es da aus Open Fields. Lokaler Künstler GM nach Vorfall im Ruhestand. Mein Sohn wird vermisst. Vogelinvasion. Wir haben nicht gewonnen, aber wir hatten Spaß. Aha, ach so, Vogelinvasion ist das die Unterschrift zum
der Untertitel zum oberen Bild und wir haben nicht gewonnen, aber wir hatten Spaß, ist das ist die Unterschrift, die da drüber steht zum ja, zum Sportteil. Alles klar. Wir können blättern oder was? Let's see what's new. Mal gucken, was Neues gibt. Okay, das war's jetzt schon. Wir haben scheinbar den 24. Nee, das Ausgaben 24. 20 Kronen hat es gekostet. Wir haben das Jahr 1993. Alles klar.